Ferne Reisen. So wurde das Sinfoniekonzert am 3. November überschrieben, welches in der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz in Sangerhausen stattfand. Die junge Philharmonie Mansfeld-Südharz, das Sinfonieorchester der Kreismusikschule, wurde 2006 gegründet. Seit vielen Jahren zeigen etwa 40 junge Musiker ihr Können, unter anderem bei diesem Konzert. Klassische Werke, Musical- und Filmmusiktitel bilden das Repertoire der Philharmonie. Christian Bayer ist seit der Gründung musikalischer Leiter und Dirigent und gab natürlich am 3. November den Takt an. Auf Ferienreisen. Eine schnelle Polka von Josef Strauß war das erste Stück, welches den Anwesenden zu Gehör gebracht wurde. Christian Bayer übernahm auch die Moderation des Konzertes und gab den Besuchern eine kleine Einführung in jedes zu hörende Stück bzw. den Komponisten. In der frühen Opernzeit, Anfang, Mitte des 18. Jahrhunderts, war es total üblich, lange, lange Opernabende, also 5-6 Stunden waren da ganz normal, aufzuführen, in welchen ein großer Teil auch getanzt wurde. Vielleicht zum kleinen Mitnehmen, Vorläufer des heutigen Musicals, ja, bereits im frühen 17. Jahrhunderts. Also es wurde viel getanzt, natürlich auch viel gesungen, viel gesprochen. Ludwig van Beethoven stand als nächstes auf dem Konzertplan. Die Pastarole aus Die Geschöpfe des Prometheus ist sicher nicht so bekannt wie sein Klavierstück Für Elise. Vielleicht genau der Grund für Christian Bayer, es mit dem Orchester einzustudieren. Knapp 2 Stunden hatten die Besucher Gelegenheit, sich von der ausgezeichneten Qualität der jungen Philharmonie Mansfeld-Südharz zu überzeugen und das bei kostenfreiem Eintritt. Die Musikschule bietet als nächstes am 10. November mit Klassik im Schloss das Lehrerkonzert und am 15. November mit dem Erwachsenenkonzert die Möglichkeit zu einem Konzerterlebnis. Abschließend erklingt ein Ausschnitt von Johann Strauß' Sohn, aus den Bergen.